Elisabeth von Female Trouble TV. Wir sind hier heute bei einer Veranstaltung in der Pinakothek der Moderne. Hinter mir steht Ärger im Paradies an der Wand. Und wer steht neben mir? Mohn Müller-Schön. Mohn, die Veranstaltung Ärger im Paradies ist unter dem Motto, wir haben einen Traum. Was ist für dich dein Traum? Was assoziierst du damit? Mein Traum ist, dass meine Kinder aus dem Haus sind und dass ich dann endlich mal wieder alleine sein kann mit meinem Mann, aber dass sie immer wieder gerne und oft zu mir zurückkommen. Wie alt sind deine Kinder? Wie lange wird es noch dauern? Der eine ist schon aus dem Haus, der ist 21 und der andere ist 19 und ist gerade am Absprung. Okay, also dann gibt es Paradies und nicht mehr Ärger. Ja. Wir sind ja hier heute auf einer Veranstaltung von den ganzen Macherinnen von Hubert Burda Media. Bist du auch aus dem Haus? Was machst du dort? Ich bin die Kuratorin der Hubert Burda Media Kunstsammlung und betreue diese Sammlung seit Ende der 80er Jahre und habe sehr viel Spaß. Die Sammlung, was macht ihr damit? Wie kann man sich das vorstellen? Ist die im Museum oder wo ist die? Wir haben die Kunstwerke in den Gebäuden und in den Büros von Hubert Burda Media aufgehängt. Wir haben sehr viele Institutionen eingerichtet für die Mitarbeiter, zum Beispiel eine Artothek, wo die Mitarbeiter sich einmal monatlich Kunst ausleihen können für ihr Büro. Wow, was ist da das gefragteste Werk? Im Moment ist es Fotokunst und Pop-Art. Das ändert sich immer je nach Zeitgeist, je nach Trend. Aber was ist da dein Lieblingswerk, dein persönliches? Meine Lieblingsarbeit hängt in Offenburg im Foyer bei Hubert Burda Media und ist eine Arbeit des legendären Popkünstlers Tom Wesselmann. Und bist du hier heute dafür verantwortlich, dass wir jetzt auch, du als Kunstdame, dass wir in der Pinakothek der Moderne sind oder ist das Zufall? Nee, das ist kein Zufall. Bei der Steffi Czerny ist nichts Zufall. Nee, die Steffi Czerny ist dafür verantwortlich. Danke, Mohn, für das Interview. Das waren Mohn Müller-Schön und Elisabeth Stange von Female Trouble TV.